Ein Hallo und herzliches Willkommen. Und ihr seht es gerade, den Luftfilter hat es gerade freigeschaltet. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir den heute noch hinkriegen. Ansonsten müssen wir halt so klarkommen. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen hier. Hat sich gerade das eingeblendet. Okay, Leute, was machen wir heute? Wir werden auf alle Fälle ja ein paar Kleinigkeiten wieder bauen. Und wir werden ja ein paar andere Sachen bauen, womit wir was Schönes machen können. So sieht's aus. So, kann man sich hier eigentlich auch hinsetzen? Nee, ne? Nicht so wirklich. Nee, schade. Na gut, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Ja, es wächst und gedeiht alles wie verrückt hier. Und ich werde als erstes mal ein bisschen was machen, denn ich habe ein bisschen Schwefel geholt. Und wir machen mal hier davon ein paar Sachen. Wie viel haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 8. Das ist eigentlich ganz angenehm und sollte auch mir erstmal reichen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche davon was. Und jetzt muss ich mal gucken, was war Bedarf. 5 Stück. Ja, okay. Nehmen wir mal mit. So, dann kann ich das hier rüber tun. Das tue ich auch mal rüber. Und die 5 Stück nehme ich mit. Ich habe keinen Platz mehr. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich nehme das mal raus und tue das mal zurück. Das ist das. War das noch zu viel? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das zu viel war. Wir lassen das mal da drin. Okay, ich werde nochmal gucken. Denn ich brauche davon noch was, ja. So, jetzt muss ich kurz prüfen. Wir haben 2, 2, 1. Das sollte eigentlich langen, um wieder was zu bauen. Und zwar das hier. Das sieht gut aus. Okay. Ich habe die Dings habe ich rausgenommen. Ja, okay. Dann machen wir erstmal das. Dann haben wir das nämlich schon mal weg. Mhm. Sehr gut, ja. Es waren wieder ein paar Fragen in den Kommentaren. Ich werde gleich drauf eingehen. Ich möchte nur mal hier, weil manchmal klärt sich das einfach schlecht in Kommentaren und deswegen, vielleicht machen wir es einfach so. So, wir werden mal den Sauerstoff erhöhen. Ich habe auch hier die Sicherungen dabei und wir können gerne mal gucken. Die sollten ja das alles so, ja, die macht das auch. Okay, dann schauen wir gleich mal in das hier rein. Wenn er uns was anzeigt, zeigt er uns nicht, dann gehen wir zu dem hier. Achso, ich muss das ja wieder einblenden. Haha. So, da sind wir hier mittlerweile bei über 6000 mit 1900%. Das ist natürlich eine absolut feine Sache. Und das Ganze für 40 Energie. Und wir haben sogar 43 Gramm Biomasse oder Pflanzen, besser gesagt. Ja, da tut sich leider nichts dran ändern durch die Optimierer, aber trotzdem feine Sache. So, wir können mal hier reinschauen. Hier hatte ich mal ein bisschen was eingeworfen. Da haben wir noch ein bisschen Luft. So, dann habe ich hier ein paar Kleinigkeiten. Wenn wir gerade hier sind, machen wir das auch. Und dann müssen wir mal hier rüber gehen. Ich glaube, ich habe zu viel aufgenommen, aber das macht nichts. Und zwar mal den hier. Das ist also das Exoskelett 3, haben wir freigeschaltet. Jawohl. Da würde ich bloß mal ganz kurz... Kriegt man das hin? Ne, da muss ich erstmal was leer machen. Und dann haben wir den Zerleger 2 endlich, ja. Das haben wir auch alles da. Können wir mal bauen. Für den Zerleger 3 reicht es noch nicht, aber der ist auch bloß nur noch dafür da, dass der Abbau schneller geht. Dieser hier, der 2er, lässt uns Konstruktionen abbauen, die wir mit dem 1er nicht abbauen können. Ja, das können wir mit dem nicht, das können wir aber mit dem und der macht es einfach nur noch mal ein bisschen schneller. Ne? Guti, da haben wir das auch und ansonsten haben wir hier jetzt erstmal nichts Nennenswertes. Das Anpinnen brauche ich jetzt nicht unbedingt und ja, ich glaube, alles andere ist erstmal so ein bisschen, das haben wir. Bisschen beiläufig. Gut, ich habe jetzt hier gerade irgendwie ein bisschen viel dabei. Hier ist alles voll. Ja, dann machen wir das hier rückgängig. Habe ich hier noch das aus irgendeinem Grund dabei? Wollte ich noch einen Chip machen? Habe ich einen Chip gemacht? Jetzt bin ich gerade überfragt. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben den Chip gemacht und wir haben das gemacht. Nö, dann haben wir eigentlich alles, ne? Und der Chip hat sich auch hier auf die Stufe 2 erhöht. Nee, dann läuft das alles. Gut, dann werde ich das zurücktun. Ich war jetzt gerade verwirrt. Das brauche ich auch nicht. Da können wir mal gucken. Ich habe das irgendwo hier. Das können wir mal hier so mit reintun vielleicht. Okay, dann passt das. Das passt das mal, ja. Gut, jetzt würde ich gerne das hier ordnen. Und das machen wir auf die Art. Ja. Dann können wir die Sachen reintun. Bauen. Abreißen, Licht. Dann hat man Abbauchip. Ja, und dann nehmen wir das hier der Reihe nach. Genau, so lassen wir das. Okay, dann haben wir das. Gut. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe das gemacht. Achso, wir wollten eigentlich mal gucken. Ne? Wir waren bei 17.000 Sauerstoff. Ich habe es mir extra gemerkt. Jetzt sind wir beim Doppelten. Also das bringt schon was. Ne?
sollte es ja eigentlich auch. Wir sind jetzt bei 33.000. Wir sind aber immer noch nicht in den Regionen hier, zum Beispiel vom Luftdruck. Aber das werden wir jetzt ändern, denn ich habe ja natürlich wieder was vorbereitet. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, also zum Thema 1. Ich in den Kommentaren waren, dass das hier eine geile Idee ist mit dem Bauen hier oben. Ja, es ist in der Tat. Ihr müsst da aufpassen, ihr könnt hier nicht vorne rangehen mit den Vierecken, ja. Die Rakete hat ja ihre Stützträger unten, ihr Gestell, und so funktioniert es. Aber wenn ihr vorne was hinbaut oder hier noch eins hinmacht, könnte es schon kollidieren. Und dann kann es sein, sobald sie hier oben anstößt mit dem einen von den Füßen hier, der in die Richtung ragt, macht sie dann schräg darüber und knallt irgendwo vielleicht dagegen den Felsen, ja. Und damit das alles immer ein bisschen schöner aussieht, wir haben ja jetzt diese dreieckigen Teile hier oder rechteckigen, wie auch immer, da können wir das natürlich hier wunderbar machen, ja. Also das nur mal so als Beachtungspunkt. Und auch hier, in Staffel 1 hatte ich hier irgendwie einen Spalt dazwischen und es ging irgendwie auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob ich das jemals korrigiert habe oder ob das einfach nicht ging oder ich dann einfach die Lust dran verloren hatte, das zu korrigieren, wie auch immer. Gut, das wäre das. Das nächste ist, ich muss mal gucken, habe ich was dabei? Ja, habe ich, aber ich muss mal mir ganz schnell was anderes machen. So, ist nicht in der Planung und so, aber zumindest nicht jetzt, weil ich dafür jetzt nicht wirklich so das Eisen übrig habe, aber es ist in der Planung, dass das mal kommt. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich würde es natürlich ein bisschen schön bauen wollen und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, geht denn das auch, wenn ich hier so ein Dreieck dran mache? Ich sehe gar nichts. Das sieht gut aus und jetzt würde ich mal gucken, ob wir hier so eine Leiter hier ranbekommen. Der das mitmacht. Nö, das macht er nicht mit. Nö. Aber macht er das so mit? Wenn ich die noch ein bisschen versenke? Oh. Ah. Okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich hier, aber es ist machbar. Das ist ja schon mal was. So, dann mache ich das natürlich auch so. Das ist hier. Wir machen das einfach hier mit Snappen und da ist auch gut. Ne? So, jetzt bräuchte man natürlich hier eine Plattform. Das wäre ideal. Die snappt sogar daran. Das ist ja mal... Ich weiß nicht, ob die an den Snap-Punkten ein bisschen was verändert haben. Aber das ging zum Beispiel meines Erachtens früher auch nicht, dass du hier so auf einem Drittel oder so das machen konntest. Ich glaube, da haben sie was geändert. Komme ich hier hoch? Oder ist das zu tief? Nee, das passt. Ja. Ja, es ist nicht ganz schön irgendwie. Hm, gefällt mir noch nicht ganz so. Ja, wie gesagt, müssen wir mal ein bisschen knobeln hier. So, machen wir das mal auf die Art und dann schauen wir mal, ob er das hier ein bisschen besser macht. Wir prüfen. Ja, das gefällt mir besser. Okay, dann machen wir hier noch eins daneben. Und dann können wir hier wieder runtergehen. Und dann können wir auch den Vorsprung ein bisschen wegnehmen, genau. Okay, kriege ich das ein bisschen weiter drüben hin? Also, das, meine Fresse. Warte mal. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ich will es ja nicht mehr, weil es euch doch ein bisschen genervt hat. Ich habe das schon im Hinterkopf, so ist es nicht. Ich nehme jetzt nochmal hier ein paar mit. Wasser habe ich hier keins, aber ich habe hier drüben Wasser. Hm. Muss ja nicht sein, ne? So, und ich kann hier nochmal reingucken, ob wir hier noch was haben. Jawohl. Jawohl. Da siehst du, da haben wir doch schon ein bisschen Eisen mehr. Ja, und die Treppe ist sowieso in der Planung. Ich wollte sie ein bisschen kompakter haben. Aber wenn das dann solche Abstände macht, weiß ich auch nicht so richtig, ob mir das so gefällt. Es ist zumindest jetzt erstmal ein Versuch. Wir kommen auf alle Fälle hier runter. Das ist schon mal was. Und ich lasse das auch hier dran snippen, so wie das sein soll. Ich sehe es bloß nicht richtig. Das ist eben das Problem. Ja, vielleicht müssen wir hier nochmal mit Geländern arbeiten. Das weiß ich auch nicht. Das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Okay. Kommen wir hier in den Felsen ran? Hm, ja, vielleicht. Müssen wir mal gucken. So. Wie sieht denn das aus? Passt, oder? Ja, muss passen. So, halt. Das wollte ich nicht. Hör mal auf. So. Na toll. Da drüben, ist das die Basis, die wir gefunden haben? Ja, könnte sein, ne? Jetzt ist die Frage. Kriegt man hier ran, oder? Jo. Gut, wie viel Eisen habe ich denn noch? Weiß ich nicht.
werden wir gleich feststellen, wenn es alle ist. Es ist alle. Okay. Also wir kommen nicht mal bis runter. Das ist ja eine Sauerei. Ja, hier müssen wir es eigentlich ein kleines Stück höher machen. Aber ich sehe gerade, hier haben wir auch eine Schwelle drin. Ja, dann ist das so. Wenn es funktioniert, ist okay. Ja, dann bräuchten wir hinten eigentlich rein theoretisch noch einen Ausgang. Müssen wir mal gucken. So, Eisen. Eisen müssten wir eigentlich hier noch eine Tonne irgendwo haben. Da haben wir auf alle Fälle noch was. Hier ist nichts. Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir damit runterkommen. Ja. So. Und dann heften wir die mal an, einmal drehen. Ja, mit dem Snapping und dass das da auch in der Position bleibt, das wäre schon mal was, wenn sie da nochmal irgendwie... Ich habe jetzt gedacht, hier unten ist ein Gerüst, aber das ist doch Schatten. Wow. Ich war gerade überrascht und dachte mir, oh, ich habe was gefunden. Naja. Sag mal, das geht aber tief hier runter. So war das eigentlich nicht geplant. Hallo? Das gute Eisen. Da ist der Eingang zur Höhle, ne? Jetzt fehlt mir hier noch ein bisschen Eisen. Jetzt komme ich ja nicht hoch. Ah, da unten habe ich es liegen. Was liegt denn hier? Ach, das ist vom Runterfallen. Nein, guck dir das an. Jetzt wisst ihr auch, warum er gestorben seid, wenn er hier runterspringt. Ich habe doch mal hier ein bisschen rumgebaut und das ist das, was runterfällt. Hier scheint es also irgendeine Matrix zu geben, die sie dann weggemacht haben. Aus einem gewissen Grund. Es kann jetzt alles Mögliche sein, aber das ist der fliegende Beweis. Ja, also vielleicht könnte es auch sein, dass meine ganze Basis hier für die Zukunft nicht unbedingt der geeignetste Ort ist. Ja, man soll ja nicht an solchen Übergängen eigentlich das bauen, weil, naja, es kann sich unter Umständen rächen. Aber dann ist es eben so gelost. Wir haben ja in der Staffel 1 ja auch schon meine schöne Energiepyramide verloren. Ich habe es jederzeit gewusst, dass das passieren kann. Aber dass ich natürlich einen riesen Fels vor die Nase gebackt kriege, das war natürlich nicht abzusehen. Gut, aber wir machen trotzdem die Treppe hier zu Ende. Wie gesagt, zwei Dinge muss ich euch zeigen, weil es gefragt wurde. Und ja, dann schauen wir es uns einfach an, ne? Juhu! Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Von der Sache her müsste ich ja eigentlich darüber, ne? Mach das mal weg. Das irritiert mich irgendwie. Wie geht denn das euch? Orientiert euch das auch? Denkt ihr, oh, ihr fallt hier durch oder was? Also es ist, ist zwar cool auf der einen Seite, aber irgendwie auch extrem irritierend. Für mich zumindest. Ich muss mal ganz kurz hier einen ablegen. Kriege ich das hin, ohne dass der wegrollt? Ja. So. Da kommt er angerammelt. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, mal gucken, ob es funktioniert hier, dass wir das jetzt hier runterkriegen. Ja, ist ein bisschen weit hinten, ne? Wie sieht denn das hier mit der Höhe aus? Weißt du was, ich glaube, ich muss eins zurückgehen. Das ist sonst eventuell zu weit. Hier ist auch Wasser. Okay. Ja, ich weiß noch nicht, wir wollen ja noch nicht gucken hier unten, wie es im Endeffekt aussieht, ne? Ist trotzdem unheimlich hier, übel. Na gut. Okay, dann machen wir es von hier. Okidoki, wir sind da. Sehr gut. So, dann schauen wir mal.
Ja, hier werden dann Frösche oder irgendwas sein. Da wachsen auch die Pflanzen. Hier haben wir auch das Gerät, das haben wir ja schon gefunden hier. Also dieses für die Sache hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, also Kiste wurde gefragt nochmal hier unten, wo soll die denn sein? Also wie gesagt, wir kommen hier runter. Ihr springt hier einfach runter, benutzt euer Jetpack und dann landet ihr hier unten. Und dann gibt es hier unten diesen Sims. Ja, hier ist es. Okay. Und da ist es drin. Was auch immer ihr braucht davon. Oh, wow, jetzt war ich erschrocken wieder. Eieiei. Und wo ist es genau? Ja, ein Stück zurückgehen. Na, so sieht es aus, die Einbuchtung. Okay, das hier oben auf dem Sims liegt es halt. Wir sehen jetzt ja natürlich nicht viel. Die Basis ist irgendwo hier. Ja. Die kommt irgendwo hier vorne. Da ist die Basis. Okay. Und da ist unser Sprung nach unten. Und wie gesagt, hier in dem, wo es nach unten geht. Ich habe ja gesagt, hier unten ist eine Einbuchtung. Müsst ihr gucken. Und hier auf dem Sims liegt es noch einmal. Hier auf dem. Und hier oben ist unsere Basis. Hier geht es dem Weg hier nach oben. Hier kommt er auf das Plateau wieder hoch, wenn ihr euer Jetpack nutzt, und hier oben ist unsere Basis. Ja, also im Endeffekt, wenn ihr genau dort seid, wo ich bin, in der Mitte dieses abspringt, ja, in der Mitte, genau in der Mitte, das, was ungefähr hier wäre, ja, das ist ungefähr die Mitte dieser Fläche, die ich bebaut habe. Und wenn ihr da runterspringt, landet ihr genau eigentlich hier drauf. Und da ist es. Ja, also eigentlich nur gerade runter bis zum Sand und dann ist hier dieser Sims und dann ist es das. Das ist die eine Kiste. Koordinaten seht ihr unten, minus 385 rund. Minus 116, das ist die Höhenangabe, und 230 ungefähr. Ja, das seht ihr. Okay, damit wäre das auch erledigt. Jetzt nutzen wir gleich nochmal die Treppe nach oben, und so viel Zeit wollte ich damit gar nicht verbringen. Habe nicht gewusst, dass ich hier die Treppe bis zum Olymp bauen muss, aber okay. Ich hatte es ein bisschen kürzer in Erinnerung, aber das macht gar nichts. So, okay. Ja, ich muss mich jetzt nochmal aufmunitionieren. Jetzt wird natürlich auch dunkel, das ist klar. Muss ja so sein. So. So, wunderbar. Dann haben wir das auch. Ja, Lampe bringt mir eigentlich nicht viel. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe die Fackel dabei. Das Eisen lasse ich gleich mal da. Ach, weißt du was? Das tun wir hier hin, wo es herkam. Genau. So, dann haben wir das auch. Okay, ich habe da oben das gemacht. Haben wir die Raketen gemacht? Muss ich mal gucken, haben wir die Raketen gemacht? Halt. Nö. Siehst du? Jetzt haben wir natürlich kein Tageslicht mehr. Ja, es ist blöd. Aber okay, wir werden es trotzdem hinkriegen. Dann machen wir mal einen Nachtflug hier. Ich habe Raketen gebastelt, und zwar die 4er GPS-Rakete. Wir haben ja bis jetzt die 1er, ne? Wenn wir hier auf die Karte gehen, seht ihr, wir können nicht viel machen. Wir können nur bis zur 1er klicken. Die 1er. Die 4er ist hier hinten, ja. Und natürlich haben wir dann ein Wasser, nehme ich mal. Dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit, jetzt die zu bauen. Und wir überspringen die 2er, die 3er und haben jetzt die 4er. Ne? Okay, gut. Und jetzt? Also wenn ihr das so wie ich macht, ihr müsst es nicht so machen, aber ihr könnt es machen, ihr könnt es überspringen. In Prime hat es funktioniert und ich habe schon die Rückinfo gekriegt, dass es hier auch funktioniert. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit. Ja, 4er haben wir gestartet. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, können wir jetzt das hier bewegen, indem wir rauszoomen. Das ist alles, was es im Endeffekt macht. Ihr könnt das auch mit dem Mausrad machen. Das funktioniert auch und habt natürlich jetzt hier einen schönen Überblick über die ganze Anlage in einer größeren Variante. Und jetzt sehen wir auch nochmal die Größenverhältnisse, wie groß eigentlich die Karte ist, ja. Und selbst hier irgendwo haben wir schon Gestein, ja. Warum das hier am Anfang so ein Todesgebiet war, wenn man hier runtergesprungen ist. Die einen sagen, es liegt am Terraforming, die anderen sagen, das Gebiet war noch nicht fertig, es kann alles Mögliche sein. Sie haben es nicht, wahrscheinlich nicht ohne Grund rausgenommen, weil es später wahrscheinlich einen Effekt hat, der aber momentan hier noch nicht zur Geltung kommt. Es kann auch sein, dass das Gebiet noch nicht hundertprozentig fertig ist, wovon ich ausgehe. Und irgendeinen Grund wird es haben, dieser Nebel, ja. Vielleicht soll man durch die Höhlen eigentlich bloß hier runterkommen, vielleicht war das der Hintergedanke. Und man hat festgestellt, dass die Spieler vielleicht das nicht so prickelnd finden, ja. Und nun wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Das ist das eine. Dann habe ich noch eine andere Rakete, glaube ich. Muss ich mal gucken. Hier, Pflanzen? Nee. Ich glaube, ich wollte Sauerstoff machen. Nee, ich wollte Pflanzen machen. Genau, Pflanzen haben wir plus 2 und von den anderen haben wir 4. Jetzt haben wir eine neue Mitteilung erhalten. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das war die richtige, ne? Ich drücke mal drauf, schicke die mal hoch. Wir gucken mal, was runterkommt.
Ja, das kann ich auch alles herstellen. Hatte ich eigentlich auch, glaube ich, in der Vorbereitung. Weil ich noch irgendwas mit euch machen wollte, aber machen wir dann das nächste Mal. Ja, wie gesagt, die Zeit rennt ja auch jetzt hier, ne? Es ist ja immer der Wahnsinn. So, da haben wir die Au los. Sauerstoff habe ich noch. Gut. Sehr, sehr schön. Ansonsten, wie gesagt, ist es ja auch die Möglichkeit, wir gehen hier rein und schwuppdiwupps haben wir auch Sauerstoff, ne? Hier haben wir sogar was zu essen. Können wir mal mitnehmen. Sehr gut. So, Wasser habe ich hier. Da könnte ich nochmal was einpacken. Aber wir haben auch die Wassersammler. Damit habe ich das auch erledigt. Wir haben noch hier ein Triebwerk übrig. Ich habe mir auch ein Triebwerk hergestellt gehabt. Habe sehr viel Alu und Superlegierung jetzt schon vermehrt für die ganzen Geschichten, weil ich auch Alu brauchte für Superlegierungsherstellung. Denn dafür habe ich im Moment noch keine Produktionsquelle. Wir haben auf der Karte, muss ich mal reinschauen, hier unten, war das das hier? Ja, hier haben wir zwar irgendwie eine Produktionsmöglichkeit, aber ich glaube, wir haben noch nicht den richtigen Extraktor dafür. Da können wir nochmal ins Baumenü schauen. Das haben wir soweit. Ja, hier haben wir den neuen gekriegt. Der kann, glaube ich, auch jetzt draußen stehen. Müssen wir mal gucken, ob wir das ummodeln, aber ich wollte es eigentlich auch gerne so lassen. Ich weiß gar nicht, drin waren die nichts, die waren nur was für draußen, soweit ich mich entsinne. So, dann haben wir den Extraktor 2 und der extrahiert schon seltene Erze aus dem Boden. Das ist natürlich eine super geile Sache. Das Problem ist, der braucht einen super Legierungsstab. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Super Legierungsstab? Ja, also wie gesagt, entschuldigt nochmal, wenn das da bisschen von mir vermehrt wurde. Wir können den ja nun auch seit Ende letzter Folge herstellen. Und wir haben sogar das gekriegt am Anfang der Folge. Da müsste man mal schauen. Reduziert den Sauerstoffverbrauch. Das ist natürlich eine geile Sache. Baumverteiler. Jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag. Ne? Folgen haben wir, lang haben wir hier nichts gehabt. Jetzt hauen sie wieder alles raus hier. Ich will mal gucken. Wir haben auf alle Fälle hier noch so einen. Bioklumpen müsste ich noch was haben. Ich habe davon auf alle Fälle einen und ich habe davon noch einen. Ich habe einen davon. Das heißt, ich bräuchte zwei Bioklumpen und dann könnte ich das herstellen. Wo stelle ich das her? Bei dem hier? Nee, der war es nicht. Dann war es der hier hinten, ne, wo wir gerade geguckt hatten. Jawohl. Okay, dann schaue ich mal drüben nochmal. Wenn uns das den Sauerstoffverbrauch etwas erleichtert, warum? Denn nicht. Wir haben ja schließlich auch das neue Endoskelett, was uns mehr Platz bietet. So, und wir müssen uns ja mal ein bisschen weiterentwickeln. Ja, sonst bleiben wir auf der Strecke. Ist ja ganz klar. Was braucht ich jetzt im Bioklumpen? Könnten wir Glück haben? Haben wir nicht. Das ist natürlich... Habe ich die alle vermehrt oder habe ich die mitgenommen? Ich habe es jetzt drüben nicht gesehen, du. Habe ich die drüben irgendwo hingetan? Ich glaube schon. Ich hatte doch bestimmt noch einen übrig. Aber mal gucken gleich mal. Ich glaube, wir sind in der Lage, schnell zwei herzustellen. So, Pilze, Silizium, Wasser. Pilze habe ich auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Silizium, das kriegt man hin. Und Wasser habe ich hier auch schon gesehen. Silizium müsste hier eigentlich irgendwo sein. 2 Silizium. Und 2 Wasser waren es, ne? Dann müsste das schon passen. Wunderbar, dann kann ich das drüben herstellen. Das ist doch herrlich. Dann haben wir vielleicht mit dem Sauerstoff jetzt auch nicht so die Probleme. Ja, und eigentlich wollte ich mit euch heute noch was machen. Naja, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. So, erstmal, nee, das war hinten. Erstmal das Gerät hier schnell. Sauerstoff ist wichtig. Ja, hat uns ja lange genug genervt hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Dann machen wir das mal so. Und dann machen wir das wieder so. Und dann sollte das passen. Passt das? Jo. Guti, haben wir noch 3 frei. Super Sache. Okay, ich habe schon mal 5 solche Fackeln hergestellt. Wir haben jetzt 5 Sauerstoff dabei. Muss reichen. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen mehr mit. Ich nehme noch ein bisschen Wasser mit. Und ich nehme Pflanzen mit. Und die nehme ich auch mit. Und ich nehme noch mit 1, 2, 3. Ich hoffe, dass ich das mitkriege jetzt. Warte mal, da muss ich irgendwas da lassen. Ich lasse mal ein... Nee, Wasser nicht. Ich lasse einen Sauerstoff da. Und ich brauche eins davon. 3, 2, 1, das war das Falsche. Das brauchte ich. Okay. Wasser, Nahrung, Sauerstoff sollte passen. Gut, Leute, ich habe ja mit euch jetzt noch was vor. Ich habe in der letzten Folge gesagt, können wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge schon anschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch dauert. Übrigens, apropos, da ich die Pilze hier sehe, die habe ich mal kurzerhand
alle eingesammelt, sofern ich sie hier nicht übersehen habe, so wie hier gerade die vier Stück. Vorführeffekt. Die sollen eventuell irgendwann wieder verschwinden. Ich weiß nicht, ob es genau stimmt oder ob sie wiederkommen oder ob sie wichtig sind für das Wachstum dort. Ich habe sie jetzt weggeerntet. Bin mal dem Tipp gefolgt, dass die eventuell verschwinden. Oder beziehungsweise bis jetzt nicht wiederkamen. Und ja, so machen wir das mal. Gut, jetzt ist natürlich das ganze Eis hier weg. Und wir müssen das unten auf alle Fälle nochmal topografieren irgendwie, weil das ist ja ein heilloses Durcheinander da unten. Ich finde das schon ein bisschen sehr unübersichtlich. Ich glaube, das ist aber auch so gewollt, dass du das nicht beim ersten Mal wahrscheinlich so richtig raffst, sondern eben dir da ein bisschen Mühe geben musst. Wir können mal hier schauen. Halleluja. Also das mit dem kleinen Wasserfällen, das sieht natürlich schon übelst krass aus, ne? Da ist ein Aufgang. Wo geht's denn da hin? Das müssen wir uns irgendwann mal anschauen, glaube ich. Es sieht zumindest so aus. Warte mal. So, da willst du hin. So, und ihr seht schon, jetzt haben wir auch durch den Filter haben wir jetzt eine Sauerstoffanzeige. Minus 1,9 Sauerstoff pro Sekunde. Das heißt, wir haben gut über drei Minuten Zeit an Sauerstoff. Das ist natürlich nicht viel, aber besser als gar nichts. Ne? Ja, und ich sag mal, hier hinten können wir immer mal ein paar Sauerstoffpatronen gebrauchen, also was soll's. Ne? Wir haben zwar in der Nähe die kleine Basis dort, aber die ist mir dann trotzdem zu weit weg von dem Schiff. Deswegen passen wir das uns einfach ein bisschen an für unsere Verhältnisse. Ja, die Lampe bringt trotzdem nichts. Also, weiß nicht, 23. Jahrhundert, nee, drittes Jahrtausend sind wir ja hier, 3058. Ja, dann ist das schon ein bisschen wenig, ne? Was sie bringt, die Lampe. Sind wir ehrlich. Aber gut, dann ist das so. Genau. Okay, das war jetzt so der Plan, dass wir hier in das Schiff nochmal reinschauen. Wir machen da, hoffentlich ist es nicht so ein gigantisches Konstrukt, dass wir hier jetzt nicht noch eine Stunde brauchen. Wenn, dann müsste ich es dann halt abbrechen, ja, dass die Folge nicht zu lang wird. Irgendwo müssen wir da auch an guten Zwischenkontext finden. So, wie machen wir das? Am besten so hier. Ja, dann laden wir das erstmal auf und ich würde ein bisschen was da lassen. Ich habe jetzt, habe ich hier noch Eisen irgendwo? Weißt du was? Ups. Ich gehe mal ganz kurz was gucken. Ich hätte zwar jetzt wahrscheinlich mal was ablegen sollen, aber vielleicht haben wir in der Basis hier was. Nee, das war nichts. Das ist aber cool, das nehme ich mit. Und, warte mal, das ist Eisen. Das nehmen wir mit. Das sind gleich drei Stück, das ist der erste Schrank. So, und hier vorne hatte ich ja auch noch was gesehen. Vier. Und fünf. Sechs habe ich leider nicht, nee, sechs habe ich nicht, aber ich könnte das mal essen, dann hätten wir den sechsten frei. Sehr gut, wunderbar. Sechs Plätze hat man leider nicht übrig. Machen wir es so. Habe ich die Bomben mit? Nein, ich habe die Bomben vergessen. Oh nee. Ist ja jetzt nicht dein Ernst. Habe ich aber gar keinen Platz. So. Ich habe die Bomben vergessen. Ich war wahnsinnig. Nein. Das ist aber auch. Okay. Ja, wie mache ich das jetzt mit Schnitt? Ach, weißt du was? Wir genießen mal ganz kurz den Rundflug. Warum? Es kann sich ja immer mal was verändern. Ne? Und da würde ich mal sagen, wir fliegen mal hinten rum. Da waren wir zwar erst, aber wer weiß, man kann nie wissen. Ne? Genießen wir einfach mal die Landschaft ein bisschen und dann machen wir eben eine Viertelstunde länger oder was. Hier ist Zeolit und da guckt mal einer an. Mhm. So. Hier ist auch Bäumchen gewachsen und keine kleinen unbedingt. Ja. Übrigens, in das Schiff könnten wir auch reingehen. Könnten wir sogar als Ersatz machen. Es ist nicht so groß, ne? Dann habe ich das hier vorbereitet. Müssen wir das nächste Mal bloß die Bomben mitnehmen. Weißt du was? Ich fliege mal hier hoch. Das sieht irgendwie so einladend aus. Und ich vermute mal, grüne Kiste. Oder? Was? Keine Kiste hier auf dieser Position? Sieht aber auch gut aus. Ein riesengeiler Baum. Schick. Aber hier drüben könnte auch was sein. Ne? Man muss das alles mal abgucken. Auch hier oben. Auch da hinten vielleicht, wenn man hinkommt. Ja.
Das ist ja cool, wenn das hier so verschachtelt ist und man hier durchkommt. Das sowas, auf sowas stehe ich ja total. Solche kleinen Sachen hier. Gut, okay. Ja, Leute, dann machen wir das anders. Aufgrund der Tatsache werden wir jetzt mal... Ja, ich komme. Ich habe gleich Wasser. Kleinen Moment. So. Wasser willst du haben? Ja. Werden wir das mal so machen. Jetzt habe ich das natürlich alles drüben gelassen. Hier habe ich ein bisschen was. Okay. Wasser haben wir hier auch. Und Sauerstoff habe ich nicht viel. Das ist natürlich blöd, ne? Aber ich hätte hier was. Da kann das wieder neu wachsen. Das ist auch cool. Gut. Ich nehme es mal mit. Warte mal. Wasser, Sauerstoff, das passt. Und wir schauen einfach mal in das Schiff hier rein. Dann muss ich jetzt nicht ganz zurückfliegen. Das hat man ja schon abgegrast hier. Da wird sich auch nichts geändert haben. So, dann sollten wir jetzt hier reinkommen. Wunderbar. Dann sind wir auch drin. Ja, die Lampe scheint hier einen besseren Eindruck zu machen. Okay, es braucht ziemlich lange, ne? Boah. Ja, wir brauchen dann noch den dritten, aber da brauche ich erstmal die anderen Sachen, ne? So, können wir das hier irgendwie wegmachen? Nee, ne? Aber das können wir wegmachen. Mhm. So, die können wir dann auch mitnehmen, wenn wir das bräuchten. So, wunderbar. Dann haben wir hier einen Raum. Hier ist zu. Hier haben wir eine Kiste. Das ist doch schon... Oh, schön. Nehme ich trotzdem. Da bin ich nicht so. Und hier haben wir auch noch eine schöne Kiste. Oh, auch nicht schlecht. Nehme ich alles. Wie viel haben wir noch Platz? Genug. Okay. So, was sagst denn du hier? Hast du irgendwo ein Tableau? Nee, hast du nicht. Dann nehmen wir dich mit und deine Elektronik. Ja, nehmen wir alles mit. So, kleinen Moment. Wir haben, das haben wir jetzt, okay. Ja, ich guck mal hier rein. Ich guck mal hier rein. So. Irgendwo wird ja wieder der Reaktor stehen. Hier ist eine Nachricht auf jeden Fall. Wir sind fast voll. Das stört uns aber auch nicht. Ich mach mal. Oh, neue Anzüge, Raumanzug, Klicks. Klick, Klick, Glitz, Klick, irgendwas. Glit X. Was auch immer. So, was haben wir hier? Oh. 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 Oh, auf Prime hat man das ja auch in der Höhle. Hm. Triebwerk, geil. Ich glaube, ich muss wiederkommen. Und wir haben Superlegierung hier jede Menge. Sehr schön. Ja, das freut irgendwie. Wie gesagt. Bäume finde ich echt cool. Schade, dass man sowas nicht anpflanzen kann, ne? Wir müssen uns immer mit diesen kleinen Exoten abgeben hier. Nennen wir es mal so. So, dann einfach mal rein hier mit dem Zeug. Alles, was wir so haben. Jawohl. So, Eisen kann darüber. Genau, dann gehen wir mal wieder rein. Ja, dann machen wir jetzt das Schiff als Abschluss. Dann ist auch nicht so schlimm. An die Granaten hatte ich jetzt nicht mehr gedacht. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch einen ganzen Stapel mitnehmen. Mindestens 5 Stück. Einmal fürs Reingehen. Und dann wird sicherlich auch immer etwas im Weg liegen, was wir einfach wegmachen müssen. Na? Ich schätze mal, so 3 bis 5 ist eine gute Zahl. So, dann haben wir das hier. Jetzt würde ich nochmal gucken, ob die Wände hier irgendwas hergeben. Nö, das auch nicht. Das auch nicht. Und die Decken auch nicht, ne? Decken kann man auch nicht abbauen. Irgendwelche versteckten Wände. So, dann haben wir eine Nachricht. Lesen wir mal. Missionsbesprechung äußerst vertraulich. Ihre Aufgabe erfordert höchste Diskretion. Star von Robotics setzt derzeit sein neues autonomes Terraforming-System auf diesem Planeten ein. Dazu nutzen sie verschiedene Drohnen und Technologien. Sie müssen ihre Technologie verstehen, analysieren und finden und tun, was sie können, um ihren Fortschritt zu behindern. Ah ja. Da wissen wir ja, wo es herkommt. Idealerweise sollten die Drohnen beschädigt und nicht mehr funktionsfähig sein. Wenn sie fertig sind, verlassen sie den Planeten so diskret wie möglich. Mhm. Sentinel Corp. Diskret wie möglich, wenn hier die Überreste liegen. Ich meine, es reicht allein schon, wenn du irgendwo eigentlich hier von einer Space-Nahrung, nenne ich es jetzt mal, die Verpackung findest. So blöd, wie es klingen mag, ne? Ach, Mann. Natürlich kannst du die auch nicht in die Luft sprengen. Du musst irgendwie, ja, die clever irgendwie aus Geschäft nehmen, aus dem Geschäft nehmen, ne? Finde ich aber auch
blöd, denn solche Aktionen, ja, das ist genau das, solche Aktionen setzen voraus, oder das Endeffekt davon ist, dass da vom Robotics auf dem Planeten, wo wir als erstes auf Prime terraformiert haben, ja, möglicherweise auftaucht und 5 solche Druidikas absetzt und die mir das Leben dort zur Hölle machen, ja. Also das ist doch dann, ja, auch wenn die Technologie jetzt noch nicht ausgereift sein mag, heißt es nicht, dass es vielleicht in 5 Jahren anders aussieht, ne? Also, das ist aber, das ist typisch unsere Welt. Das ist einfach... Wahnsinn. So. Das will ich auch noch rausnehmen. Was kann man hier noch reintun? Den Schwefel könnte man da reintun. Dann nehme ich das noch raus. So, dann haben wir das so ein bisschen. Genau, und dann können wir den Rest so ein bisschen hier reintun. Irgendwie so. Dann machen wir das so und dann können wir hier noch ein paar Schränke bauen. Ich glaube zwar nicht, dass wir noch so viel brauchen, aber man kann ja nie wissen. So, dann machen wir das so. Wie sieht's aus? Essen könnte ich mal, trinken habe ich dabei, Sauerstoff habe ich dabei, sehr gut. Ja. Okay, ich mache mal kurz den hier, weil manchmal, ihr wisst ja, ist auch was auf den Schiffen oben drauf. Das sieht hier nicht so aus. Mhm. Und dann schauen wir einfach nochmal rein. Das ist doch von oben. Ach nee, das ist das Oberteil. Jetzt habe ich es gesehen von der Röhre. Okay, ich habe nichts gesagt. So, hier nochmal gucken. Nee, das ist auch nichts. Hier kommen wir nicht rein. Könnte sein, dass das irgendwann aufgeht, aber haben wir noch nicht. So, hier waren wir drin. Hier haben wir alles. Mehr oder weniger. Die Nachricht haben wir. Ja. Okay, dann haben sie das also hier sabotiert. War ja zu erwarten. Es könnte sein. Jetzt muss ich mal gucken. Diese Maschinen sind hier angeschlossen. Es verwirrt mich ein bisschen. Wir haben die Sentinel Corps, wir haben Starform Robotics, die halt hier das mit Droiden machen. Jetzt haben wir hier eine Nachricht. Es scheint auch ein Schiff von Sentinel Corps zu sein. Eine Nachricht, dass die das sabotieren sollen. Diese Systeme sind aber hier angeschlossen. Das heißt, die haben die gemobst und hier ans Schiff angeschlossen. Oder ist es eine dritte Partei? Aber es steht ja eigentlich Sentinel drin, ne? Also sind es 2 Parteien. Aber es ist trotzdem komisch, warum schließe ich die an das Schiff an? Hm. Und warum gibt es hier nie irgendwelche, auch wenn es blöd klingt, irgendwelche Überreste von Menschen, Leichen, ja? Auch wenn das jetzt nicht unbedingt spielentscheidend wäre, aber naja. Außer den Ziodan, den wir hatten, ist nicht viel. Und der arme Hund, ja, der hat einfach Pech gehabt. Zur falschen Zeit am falschen Ort, nennen wir es mal so. Die haben aber hier auf... Ich glaube nicht, dass das so eine Art Forschungsdings ist. Ich glaube eher, dass sie das ans Schiff angeschlossen haben, um eventuell, ja, vielleicht Virenübertragung, Virusübertragung, also sprich eine Schadsoftware, die die anderen außer Gefecht setzt, ne? Vielleicht gab es hier auch gar keinen Sturm auf dem Planeten und die Druidikas haben sich das eingebildet und haben sich der Reihe nach abgeschaltet, weil sie untereinander auch vielleicht kommunizieren und dadurch sich der Virus verteilt hat. Elektronische Kriegsführung ist sowas von heftig. Und ja. Wie hat der Q mal gesagt hier bei, bei James Bond hier zum Daniel Craig? Wissen Sie, Q, das, was Sie das Ganze hier machen, das mache ich 5 Minuten nach dem Aufstehen mit dem Handy. Und bla bla. Ja, aber es braucht immer jemand, der den Abzug drückt, ne? Mhm. Gut, damit haben wir das. Ja, Daniel Craig war der Beste. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der war der Beste. Und wird es wahrscheinlich auch lange bleiben. Ich bin gespannt, wer der Nachfolger wird. Naja, mal sehen. Oder Nachfolgerin. Man ist ja heute da ja sehr... ja, wie sagt man? Offen. So, ich glaube, wir sind hier durch. Aber wie gesagt, er hat auch den geilsten Abgang. Das ist eines Bondes absolut würdig. Total genial. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten für die, die den Film noch nicht gesehen haben. So, okay, ich nehme jetzt mal was mit hier. Ich tue mal alles raus. So, was nehmen wir mit? Das lassen wir da. Essen brauche ich jetzt nicht. Wir gehen zurück. Ich nehme das mit, das, das und das. Rein theoretisch bräuchte ich davon bloß einen, aber rein theoretisch könnte man den auch mal kurz anziehen. Dann wissen wir zumindest, wie der aussieht. Und wir stellen uns mal so hin.
machen das mal. Na, falsche Taste. Jetzt. Und. Oh, der ist aber farblich. Regenbogenfarben oder sowas. Ja, ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Von den Farben her vielleicht. Wie auch immer, gefällt mir jetzt nicht ganz so. Lass mal erstmal da, können wir später vielleicht holen. Dann nehme ich erstmal was Wichtigeres mit. Gut, dann haben wir Schwefel auf jeden Fall. Ich habe zwar geholt, aber kann nie schaden, wenn wir da was mitnehmen. Von den Pflanzen brauche ich erstmal nichts. So, jetzt kommt es hier von oben runter. Ich nehme das mit zum Fliegen. Ich nehme die mit, die sind wichtig. Davon habe ich noch. Das brauche ich jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen. Das nehme ich mit. Das. Haben wir hier eigentlich was? Nee, ne, ist nichts angezeigt. Okay. Triebwerk, grün. Schwefel haben wir erstmal. Das brauche ich nicht. Gut, dann fülle ich mit Schwefel auf. Und mit denen. Ja. Ja. Und ja. Oh, das sind die guten. Das müsste ich eigentlich mal einsammeln, ne? Ja, Leute, da würde ich sagen, ich mache hier eine Sammelrunde. Wenn das vorbei ist, ist das schon wieder fertig? Ich sehe es nicht. 68, okay. Ja, dann machen wir das mal so. Sauerstoff habe ich keinen mehr, ne? Nee. Müssen wir mal welchen mitbringen. Gut, wenn das hier aufgehört hat, dann sammle ich das ein und ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Dabeisein. Es ist gerade ein bisschen laut. Ja, und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns mal hinten das Wrack schnappen und wir werden noch ein bisschen bauen. Basis ist ja noch lange nicht fertig. Und dann müssen wir mal gucken, wo das dann endet. Es ist sogar hier am Baum abgeschellt. Na, oder zerschellt, besser gesagt. Das ist ja mal heftig. Was sind das für Bäume? Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis in die nächste Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Und ich sammle hier ein bisschen von der wunderbaren Superlegierung ein, denn die brauche ich in Massen, um die Superlegierungsstäbe zu machen. So, und heute habe ich alles richtig gesagt, hoffe ich. Ja, kann ja mal passieren, ne? Also bis dann, macht's gut, ciao.